Ich bin über ein Gesteins-Pokémon gestolpert. Oh no. Leben ist echt schwer. Einwohner von Nazuria Hütte werden terrorisiert. Kein Tag vergeht ohne Zeitungsmeldung über Team Rocket Schandtaten. Oh nein. Was ist mit dir? Hey, Jungchen, möchtest du ein unschlagbares Geschäft machen? Ich verkaufe das supergeheime Kupon Karkpot für läppische 500. Nein. Wenn du ein Pokémon fängst, aber keinen Platz mehr, ist mir auch schon aufgefallen. Hat es irgendeinen Vorteil, ein fucking Karpador von ihm zu kaufen? Hat das besondere IVs oder irgendwas? Ich hab das noch nie probiert. Oder ist es einfach nur ein fucking stinknormales Karpador? Meiste Pokémon werden sehr, sehr müde, wenn sie Pummelus Gesang hören. Dann geht's eben so. Ist der Röngün, hast du gleich? Ja, okay, alles klar. Was? Ich glaube, da hat jemand eine fucking Flöte verschluckt. Oder zwei. Das ist cool. So, sorry, ich muss gerade irgendwie den Flaschenöffner organisieren, bevor ich hier, weiß ich nicht, alles kaputt mache, nur um meine Flasche hier aufzubekommen. Mama, Mama, Mama. Oh nein, Team Rocket. Hier drüben scheint nichts zu sein. Vielleicht ist es weiter dort hinten. Guten Tag. Hey, du da, hast du uns etwa belauscht? Nö. Hallo, Mauzi. Wenn du uns so frech bespitzelt hast, weißt du bestimmt, was wir unten auf der Suche nach seltenen Fossilien sind. Aber glaubt ihr, ja, natürlich. Das macht so keinen Sinn. Du hast es belauscht, also weißt du genau, was Sache ist. Nee, ich habe euch murmeln gehört, aber geht einfach mal davon aus. Ist okay. Richtig winzig. Das ist ein schönes Tutorial, was ich jetzt kriege. Komm, wo war das nicht die Mitte Spiel? I call bullshit. Wir können Smetbo rausschmeißen und dafür Kleinstein reinnehmen. Wobei ich für Kleinstein eh tauschen muss. Das ist so Komplettierungswahn für fürs Endgame. Aber schadet garantiert nicht, einen Kleinstein hier drin zu haben. Quatsch, was habe ich gesagt? Immer auf den Beutel gehen. Weil es aus der Box 10.000 mal einfacher ist. Also, wir nehmen Kleinstein, dem Team hinzufügen, anstatt Smetbo. Easy. Da habe ich nicht hingeworfen. Den habe ich seitlich geworfen, ja. Thank you.
Goddammit, ich dachte, es dauert Jahrhunderte, bis die bei einem sind. Ich dachte, ich hätte an die vorbeilaufen können. Schön wäre es gewesen. Oh, jetzt geht mir bitte kein... Obwohl, nee, ist egal, wenn er mir Stein-Pokémon gibt. Du bist nicht, was ich erwartet habe in dieser Höhle. Definitiv nicht. Damn. Du, oder? What is it? Okay. So viel Arbeit für 5 Superbälle. Sonst ist hier nichts, ne? Nee, von da bin ich reingekommen. Super habe ich schon. Mit dir habe ich noch nicht gefightet, natürlich nicht. Warum wartet die in der Höhle auf ihren Freund? What the fuck? Ein bisschen weird. Tup, tup, tup. Wann treffe ich endlich mal auf wilde Trainer, die 2 fucking Pokémon haben? Paras, hi. What the fuck? What? Was ist daran so schwer? Einfach nur gerade. Oh, oder kommt es drauf an, wie ich den tilte? Das wäre natürlich interessant. Das wäre echt interessant. Tach, du bist schneller als du aussiehst. Tschö. God damn it, sind die dämlich. Ein Pipi. Komm her! Das Ding ist, ich glaube nicht, dass das was mit der Position der Station zu tun hat, weil meine Station, also meine Switch quasi mit dem Ding steht quasi links hinter mir. Ich glaube, es hat was damit zu tun mit der Position deines Joy-Cons, wenn du den Button für Fangen drückst. Gott, hör doch auf, alle Level zu kriegen, what the fuck? Giftpulver. Ich brauche Heuler nicht wirklich. Ich kann mir gerade keine Situation vorstellen, wo Schlaf in diesem Spiel gut ist. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, fuck Schlafpuder.
Ging eigentlich Mondsteine rum? Mit los, dieser Samen. Dieser Samen ist neugierig auf das Paras. Wait, what? Okay. Endlich mal ein Gegner. Einfach direkt Damage. Kein Gegner. Noch ein Zubat. Kleinen Stein habe ich auch schon. Ein Säckchen Sternenstaub. Lohnt also doch einfach sinnlos den Button zu spammen, wenn man hier durchläuft. Gott, ich habe das Paras nicht mal gesehen. Was? Was gerade von ihm abgeprallt? For no reason? Das hat definitiv mit der Position zu tun, wo du quasi den Button drückst. Was hast du denn? Ein Igler Geduld. Was macht er denn nochmal Geduld? Er trägt zwei Runden Angriff, den ich mit doppeltem Wert eine Chance dazu. Das ist useful. Das ist useful. Das war wahrscheinlich ganz knapp hinter ihm geflogen. Das kann natürlich sein. Stehst du hier so rum? Diese Höhle ist unerwartet groß. That's what she said. Okay, der war schwach. Der war richtig schwach. Und tschüss. Oh, wait a second. Es ist ja gar nicht mehr normal, es ist ja jetzt Fee. Da war ja was. Da war ja... Oh mein Gott, dein Gesicht geht weg. Ich habe halt keine Ahnung, was gut gegen Fee ist und was nicht. Gute Voraussetzungen. Was mit dir? Genau, auf es zu verfolgen. Ich laufe ja nur durch und erkund das Ding. Kleinstein habe ich schon. Luca, Luran. Wieso habe ich Lukas gedacht? Ich will auch einen Sonderen. Fuck. Na komm schon. Kannst du Animationsspeed auch hochstellen? Weil Textspeed habe ich hochgestellt, aber mit Dings weiß ich nicht. Voll uncool, man. Let's see. Kann ich Animationsspeed hochstellen?
Einstellungen ist hier. Text, Animation kann ich nur an- und ausstellen. Okay. Dann lassen wir es halt so. Norm. Der. Beutelkontrolle. Hast du ausreichend Pokebälle? Sieht gut aus. Du kriegst auch noch Free Pokebälle hinterhergeschmissen? Noch einen kleinen Stein. Goddammit. Autsch. Hätte einfach ruckzuck machen können, hätte auch gereicht. Es ist nicht so, als ob die Fights jetzt extrem schwer wären, von daher. Okay, das scheint also die komplette Ebene hier gewesen. Oh mein Gott, hallo Kleinstein. Das war way zu weit. Goddammit, wie viel Level Fang von Pokémon gibt's? Crazy. Was war Flügelschlag nochmal? 60 und 100 gegen 40 und 100. Diese Attacke vergessen. Es gibt Unlichtattacken hier. Das ist cool. Was macht denn nochmal Energiefokus? Volltrefferquote. Ja. So, dann gehen wir jetzt doch mal die Leiter ein Stück für Stück runter. Welche war denn die erste Leiter? Wie habe ich diesen Pokéball übersehen? Wenn ich den Pokéball übersehen, dann habe ich dich auch noch nicht gefightet. Tüftler Mirko. Mit seinem Pokepad, was hier drin garantiert nicht funktioniert, weil ihr keinen Empfang hast. Was ist mit Kampf gegen Gift? Nicht effektiv. Gut, ruckzuck gibt es ist. Nicht mich vergiften. Vergiften ist scheiße.
Die eigentliche Frage ist, bin ich jetzt immer noch vergiftet? Gegen dich habe ich gefightet, ne? Ja. So, ich glaube hier oben war eine Leiter. Ne, hier oben ist keine Leiter. Ich meine, hier ist eine. Ich will jetzt erstmal zum Anfang zurück. Wo war der Anfang? Hier war der Anfang. Da ist keine Leiter. Ist das hier echt die erste Leiter? Das hier ist echt anscheinend die erste Leiter. Gucken, was wir hier haben. Ich dachte, es ist ein Schrein. What the fuck? Es ist manchmal so weird. Das macht definitiv nicht immer Sinn. Kommen wir denn hier hin? Oh nein, Team Rocket. Bin ich immer noch vergiftet oder? Ich bin immer noch vergiftet. Gut, dass ich natürlich nichts mit habe, was Vergiftungen heilt. Oder habe ich irgendwas, was Vergiftungen heilt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Medizintasche. Ach. Nope. Doch da, Gegengift. Ich bin blind. Das sind sau viele Kleinsteins. Hallo Pixie. Oh, ein großes Pixie, du. Das ist super praktisch, wenn ich jetzt einen Pixie fange, weil dann brauche ich keinen Mondstein für PP. Das ist die falsche Beere. Was? Gucken, ob normale Pokebälle reichen. Natürlich nicht. Oh mein Gott, ich muss ihm erneut eine Beere geben. Okay. Okay. Nimm die Beere. Und dann nehmen wir Superball. Come on. Der Kreis war noch da. Okay, cool. Das heißt, das spart mir schon mal einen Mondstein. Bis... Das sind Tarnsteine. Falle mit schwebenden Pfeilen. In dem Kampf eingewechselte Ziele nehmen Schaden. Brauche ich nicht.
Hey, war? Was mit Evo? What the fuck? Hab ich mit Bisasam gespielt, du kleine Rüppelnase, hä? Ja. Ja. High five? High five. High five? Noch ein High five. Das ist cool. Sollte ein Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu nur einen Mondstein geben. Okay. Ich frag mich halt, ob du die auch dann brauchst. Mein lieber sparst du dir die, als dann nachher keinen zu haben. Obwohl, was gibt's denn in der ersten Generation, was Mondsteine braucht? Pixie. Nidoking, Nidoqueen vielleicht? Unten war noch ein Item. War ich wieder blind. Da oben ist die Leiter. Bipi, Pummeluff und den Nidos. Hier war noch ein Item. Hier war keins. Auch vielleicht, wenn ich durchgehe. Super, please. Warum? Oh, ich sollte die Pokebälle wieder wechseln. Ich will nicht die Superbälle für so ein Crap hier ausgeben. Vielleicht liegt wieder irgendwo eins versteckt auf dem Boden. Da ist der Mondstein. Okay, das haben wir erledigt. Hier runter. Was sagen wir, mit dem kann ich natürlich nicht interagieren, wäre natürlich zu schön gewesen. Nimmst du bitte... Ein Nugget! Interagieren kann ich... Was ist los? Okay, dieser Samen findet das Nugget interessant. Ist ja... Goddammit. Warum läuft hier so viel Shit rum? Halt, ich wollte die Bälle wechseln, weil das absoluter Waste ist. Als ob Zubat. Gott. Hey, es gibt an sich keine Zufallskämpfe mehr, weißt du? Aber selbst Zubat schafft es in... Ist der Drang? Bleib doch stehen, du Scheißvieh. Danke. Also es gibt keine Zufallskämpfe mehr, aber Zubat schafft es dir trotzdem in eine Höhle auf den Sack zu gehen. 10 out of 10. Oh.
Würde ich gerade sagen, dieser Samen müsste sich entwickeln. Nito! Jump, 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 jump. So.